If I was you, I wanna be me too. I wanna be me too. Libertas aus. Hallo, hier bin ich mal wieder. Ich muss irgendwie noch ein bisschen an der Feinjustierung arbeiten, damit ihr mein wunderschönes Gesicht richtig ausgeleuchtet durch die Sonne seht, die von da kommt. So, ich würde sagen, wir legen gleich los mit dem nächsten Abschnitt, denn er ist ein relativ langer Abschnitt. Ehrlichstädt, Mai 2016. Harald Bonser ist unzufrieden. Mal wieder. Mehr als unzufrieden. Verzweifelt schon fast. Alles geht daneben. Nichts läuft wie geplant. Die große Hochzeit im kommenden Monat im Schloss. Der Graf stellt Forderung über Forderung. Plötzlich völlig neue Bedingungen. Es kostet mehr und mehr Geld und der Graf ist nicht zufrieden mit der Gegenleistung. Er selbst ist nicht zufrieden. Er stimmt. Der Verein sollte schon weg sein, wenn die Hochzeit ist. Und was geschieht? Diese Schilder am Wald, die haben das Gegenteil dessen bewirkt, was sie sollen. Sie haben dem Verein eine Welle der Sympathie beschert und dieser dämliche Schmol hat den Arsch nicht in der Hose, da mal auf den Tisch zu hauen und die Leute herauszuschmeißen aus dem Wald, wenn sie da rumlatschen mit den Ponys und sich über sie lustig machen. Wütend kneift er die Lippen zusammen und atmet tief durch. Es ist Abend. Später Abend und er ist allein im Wohnwagen. Keine Ahnung, wo die Kleine steckt. Er ist in der kleinen Kochnische und macht den Abwasch. Auch das ärgert ihn. Warum macht die Kleine nicht mal die Hausarbeit? Dieses Video. Er zuckt zusammen, als er daran denkt. Dieses freche, unverhohlene Gesangsvideo von der Tochter. Es ist eine Unverschämtheit. Die machen sich über sie lustig und er kann nichts machen. Gar nichts machen. Rein gar nichts machen. Er wabbelt Blatter dem Anwalt und der zuckt nur die Schultern. Was man da machen kann? Gar nichts. Ist Kunst oder so. Ja, aber die Bilder von der Halsfrau werden doch auch verboten. Wieso geht das nicht mit diesem Scheißblock, den sie da schreibt? Blatter zuckt wieder die Schultern. Wieso die Bilder verboten werden, versteht er auch nicht. Hat sie wohl Pech gehabt, sagt er lakonisch. Selbst ihm ist ein solcher Fall nicht bekannt. Keine Ahnung, wie das gehen kann. Aber warum kriegen sie in einem solchen Fall nicht hin? Blatter zuckt wieder die Schulter und schnieft hörbar. Nee, nicht mit ihm. Er macht es nicht. Da sieht er keine Chancen. Und Bonsai glaubt, er hat auch keine Lust, ins Visier dieser Troller zu geraten, selbst Zielscheibe in diesem Block zu werden. Er, Bonsai, reißt sich auch nicht darum, ehrlich. Aber kann man nichts machen. Wütend pfeffert er eine Kaffeetasse in das kleine Spülbecken, dass der Schaum des Spülmittels die Wände hochspritzt. Die Wohnwagentür geht auf. Leises Quietschen. Ah, die Kleine. Madame geruht, endlich nach Hause zu kommen. Bonsai dreht sich nicht um, sondern kramt lautstark im schaumgefüllten Waschbecken und räumt rumpelnd das gespülte Geschirr auf den Abtropf. Thomas, denkt er weiter. Thomas macht ihm Sorgen. Und Silvia. Beide irgendwie. Die Hochzeitsvorbereitung haben die beiden zusammengeschweißt. Und Thomas distanziert sich von ihm. Er merkt das. Thomas schreibt nicht mehr in die Internetgruppe, ob er das mit dem Katzenvideo mitgekriegt hat. Bonsai zieht die Schultern hoch. Thomas ist schlau und er kennt sich aus mit dem Internet. Es ist bestimmt ein leichtes für ihn, die Identität zu finden, unter der das Video veröffentlicht ist. Ist ja überall rumgegangen, bevor es verboten wurde. Über 1 Million Klicks. Hat gut Geld eingespielt, das Ding. Gutes Geld und pff, warum nicht? Es gibt einen Markt dafür und wenn er den nicht bedient, dann macht das jemand anders. Was soll's denn? Er ist doch nicht für all die Leute verantwortlich. Er nicht. Er hat da noch Bilder hochgeladen. Die Reaktionen sind überwältigend. Schöner kleiner Nebenverdienst, aber muss ja nicht jeder mitkriegen. Wenigstens ein Lichtblick, wenn man über die Internet, was man über die Internetgruppe nicht sagen kann. Er muss ständig auf der Hut sein, praktisch dauernd im Netz, um die Kommentare zu löschen, die gegen ihn sind. Seine Mitstreiter, die werden immer weniger. Eigentlich nur noch Cindy, die unermüdlich und diese dämliche Doreen, die er in der Hand hat. Immer mehr Leute schreiben positiv über den Verein. Es ärgert und ärgert und ärgert ihn. Alles okay? Die Kleine. Nee, dass Madame mal das Wort an ihn richtet, wo er doch ihren Lebenswandel finanziert und das nicht zu knapp. Ist doch das Mindeste, dass sie bei den Videos mitmacht, dass sie da ein bisschen rumodelt für ihn. Er zahlt ihr schließlich alles, damit sie ihren Arsch im Trockenen hat. Er reagiert nicht auf ihre Frage. Er spürt, wie sie von hinten an ihn rantritt. Hinter ihm steht. Er atmet tief durch. Ich, fängt er an, wird gerade unglaublich lustig zu schlagen. Also bitte rede nicht weiter. Gepresst. Er spürt, wie sie einen halben Schritt zurückweicht. Kommt das öfter vor? Ihre Stimme, leise. Was? Dass du schlägst, wenn dir was nicht passt? Hab ich dich geschlagen? Seine Stimme wird hohl und flach vor unterdrückter Wut. Nein, aber du hast gesagt... Ich habe es gesagt, ja? Aber du hast auf mich gehört, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Sie antwortet nicht. Er hört ein feines Rascheln, Kleidung. Dreh dich um. Ihre Stimme leise, leiser, anders. Er dreht sich um und sieht sie an. Sie steht mitten im Wohnwagen unter dem trüben, gelblichen Licht der Glühbirne. Nackt, völlig nackt. Der glatte, kindliche Körper wie Stein, wie Marmor, fest, seidig, schimmernd.
Du bist schön, flüstert er. Danke. Sie steht mit an den Seiten herabhängenden Armen unbewegt mit diesem kindlichen Steinkörper. Kannst du dich umdrehen? Warum? Weil ich es will. Sie dreht sich um, langsam, kehrt ihm den Rücken zu. Das Licht streichelt ihren marmornen Formen, das feste kleine Hinterteil knabenhaft. Speichel strömt in seinen Mund. Er muss schlucken. Er sieht sie an. Er empfindet körperlich, dass seine Augen geradezu essen, was sie vor sich haben. Das Schönste auf der ganzen Welt. Im Abstand einer Armeslänge, aber unendlich fern. So, das war's von heute. Herr Fabian ist hinter mir ein paar Mal durchs Bild gesprungen. Also vor mir, sozusagen, hinterm Laptop. Weshalb das Bild bestimmt ein bisschen gewackelt hat. Herr Fabian, ich habe nämlich ein neues Bett, wie euch vielleicht aufgefallen ist, weshalb hier jetzt so Pfosten sind und da ist sehr viel Platz, weshalb meine Katzen immer das Bett für sich einnehmen. Ich würde sagen, das war ein sehr interessanter Abschnitt. Punkt 1, Gewalt ist keine Lösung, hatten wir ja schon ein paar Mal. Und Punkt 2, also ich meine, sorry, aber ich weiß nicht, wie man mit so einem Altersunterschied einfach nur, und vor allem die ist doch auch noch unter 18, oder? Ich weiß gerade nicht sicher aus dem Kopf, aber ich glaube eigentlich, dass Kylie unter 18 ist und damit ist es, glaube ich, auch noch eine Straftat. Aber naja, das war's mit dem Abschnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Sonntag kommt ein super cooles Video und zwar endlich der Start in unser Kürprojekt, nämlich mit dem Vorbesprechungsvideo. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und dann würde ich sagen, seht ihr mein wunderschönes Gesicht am Dienstag wieder. Tschüss!